Hey, der Frankster. Howdy, und der Siester. Testen für euch Produkte aus Italien. Zum Beispiel das hier. Lecker, lecker. Und das ist, was haben wir denn heute auf dem Blatt? 10 Meridine. Meridine di Parma. Du musst es schon halten, dann kann ich es auch lesen. Di Parma di Sbarna fazite con crema al latte. Latte Milch. Latte Milch. Sind wir schon? Latte Milch. Ja. Sieht lecker aus. Also hier auch die Latte, die Milch im Hintergrund. Und nicht hier zu verwechseln mit der Morgenlatte. Ich glaube, das hätte ich von Anfang an mal tun sollen. Ich drehe das einfach mal um, dann sind wir nicht so irritiert und starren nicht jedes Mal da rein. Ne? Okay, also jetzt der Fokus auf euch. Also wir haben hier jetzt sehen wir aber nicht mehr, was man sieht. Dann stelle ich es mal wieder um. Ja, besser. Aber hier tolle Latte am Start. Ja, Latte. Gebackene Latte. Gebackene Latte. Meine, er macht es mal wieder spannend. Ui. Der Alex muss es immer spannend machen. Ich finde, die sind schon mal lecker eingepackt. Transparent. Man sieht hier fast, also es könnte sich irgendwo hier drin Milch verstecken. Man sieht keinen milchigen Rand, um mal den Produktvergleich zu machen. Milchiger Rand zu sehen, kein milchiger Rand zu sehen, aber dieser weiße Kunstzucker ist vorne drauf, also gar nicht so weit entfernt vom Original. Ja. Geruchstest macht in diesem Stadium absolut keinen Sinn, weil das Ding ist verpackt. Ich finde aber, es riecht schon. Ja. Schon durch. Ja. Ja. Wahrscheinlich so intensiv chemisch, dass es durch ist. Auch jede. Das riecht doch schon mal. Das riecht zumindest schon mal. Es riecht ein bisschen nach Resttörtchen, finde ich. Könnte auch entfernt damit was zu tun haben. Ja, so sieht es. Das ist auch schön weich und knuffig. Ja, auch hier nochmal den Weichtest. Oh ja, bildet sich zurück. Das ist Qualität. Ja. So. Schmeckt wie so ein Kindergarten-Snack. Die sind ja auch gerne sehr weich. Sehr, sehr künstlich süß, aber das haben die italienischen Produkte bisher immer alles gemeinsam. Ich finde aber auf jeden Fall besser als diese Kirschtörtchen. Definitiv, aber das bedarf ja auch keiner Kunst. Aber ein bisschen langweilig. Also schon so am dritten Biss denkt man sich, ja, passiert jetzt nochmal was? Ja, und die Finger sind da, silbrig. Ja, so ein wenig. Es gibt schon einen Punktabzug. Um es kurz und schmerzlos zu machen, ich tendiere zwischen 3,5 und 4. Ich gebe eine solide 4 Punkte. Dann sage ich 3,5. Gut. Na, was ist der Durchschnitt? Na? 3,75 Punkte für Plastikverpackung. Meridine in der Großpackung mit dem weißen Männchen. Ja. Weißt du, ich frage mich ja immer, wer schaut sich sowas überhaupt an? Aber ganz ehrlich, ich schaue mir so einen Scheiß auch an. Also es muss eine Zielgruppe geben für so einen Müll. Ich schätze mal, so 20 bis 30 Zuseher wirst du auf jeden Fall haben. Ja, ne? wie immer. Hallo Uni. Hallo Mitzika. Hallo Kiroma. Ja. Schön, dass ihr uns zuschaut. Das war ein weiterer Produkttest. Einige wenige werden noch folgen. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal mit dem tanzenden Alex. Di 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 di